liebe Kolleginnen und Kollegen, wir treten wieder ein in die Plenarsitzung nach hoffentlich erfolgreicher Mittagspause und hoffe, alle sind frohen Mutes wieder in den Landtag zurückgekehrt und darf bitten, in den Plenarsaal zu kommen, auf den Plätzen Platz zu nehmen und darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 57. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD, Sitzverteilung des 18. Hessischen Landtags, Setzpunkt der Fraktion der AfD. Ich darf als erstem Redner das Wort erteilen, dem Kollegen Gagel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kollegen und Kolleginnen. Das Urteil vom Staatsgerichtshof vom 11.01.2021 gibt uns jetzt Rechtssicherheit. Um ein Haar hätte die amtierende Regierung ihre Mehrheit hier im Parlament verloren, wenn nicht die Staatskanzlei am 20.07.2020 ein Berechnungsverfahren aus dem Hut gezaubert hätte und der Staatsgerichtshof diesem Verfahren gefolgt wäre. Der Streit, ob nun dieses oder jenes Berechnungsverfahren richtig oder falsch ist, ist damit höchstrichterlich geklärt. Es ist das Verfahren der Staatskanzlei vom 20.07.2020, wie ich gerade ja schon mal sagte. Nochmals herzlichen Glückwunsch an die Kollegen der Staatskanzlei. Sie haben in der Konkurrenz der Proportionsverfahren vor dem Staatsgerichtshof gewonnen. Das Verfahren Klaus Gagel und AfD hat verloren. Trotzdem bleibt das Fazit des Urteils, meine Damen und Herren, Landeswahlleiter, Landeswahlausschuss und Wahlprüfungsgericht haben Mist gebaut. Die Staatskanzlei und der Staatsgerichtshof haben alle Institutionen, soweit es die Wahl 2018 betrifft, gerade noch einmal aus höchster Bedrängnis rausgehauen. Für diejenigen Personen, die die 60 Seiten Begründung des Urteils nicht gelesen haben, fasse ich das Urteil gerne hier noch einmal in kurzen und klaren Worten zusammen. Die AfD und auch ich als Kläger haben durch unsere Klage Zweifel an der Proportionserfüllung und der Rechtmäßigkeit des vom Landeswahlleiter angewendeten Erstmalsverfahrens angemeldet. Die Staatskanzlei hat dies bei näherem Hinsehen dann auch im Juli 2020 gemerkt und nach einer Berechnungsmethode gesucht, die die vom Landeswahlleiter ermittelte Sitzzuteilung für den 20. Landtag passend macht, um die 137 Sitze zu legitimieren und die Regierungsmehrheit zu retten. Der Staatsgerichtshof ist dem gefolgt. Da haben Sie, meine Damen und Herren von den Grünen und von der CDU, wirklich noch einmal verdammt Glück gehabt. Aber was wichtig ist, der Staatsgerichtshof hat die Berechnungsmethode und das Verfahren des Landeswahlleiters verworfen, Herr Frömmrich. Der Landeswahlleiter hat bezüglich der Landtagswahl 2018 gerade noch einmal so einen TÜV-Stempel mit geringen Mängeln vom Staatsgerichtshof erhalten. Aber die Frage ist ja berechtigt, wie sah es denn 2009 aus? Und da rechnen wir es nach. Nehmen wir das Verfahren des höchstrichterlichen Spruchs und wenden es auf die Landtagswahl 2009 an. Und da kommt raus, die Sitzverteilung des Hessischen Landtags 2009 war rechtsfehlerhaft. Der Staatsgerichtshof liefert die Methode, und jetzt brauchen Sie einfach nur noch nachzurechnen, Herr Frömmrich. Es handelt sich ja um einfache Mathematik. Das kriegen sogar Sie hin. Und damit wird schnell klar, liebe Kollegen von der CDU, der Landeswahlleiter hat nicht nur 2018 Mist gebaut, er hat auch 2009 Mist gebaut. Und dabei kommt ein Wahlskandal zutage. Ich muss es einmal so deutlich sagen. Er hat 2009 sein falsches Verfahren genauso verwendet wie auch 2018, und die Folge ist eine fehlerhafte Sitzermittlung des Landtags 2009. Dies geht weit über eine Unregelmäßigkeit hinaus. Ein Sitz wurde der Partei Die Linke nicht zuerkannt. Ich bin sicher nicht verdächtig, dass ich hier Die Linke verteidigen will. Ich werde von denen auch nicht bezahlt, also nicht, damit jetzt noch einmal irgendwelche Unklarheiten aufkommen. Aber, meine Damen und Herren, eine demokratisch legitimierte Abgeordnete konnte ihr Mandat nicht antreten, weil es nicht zuerkannt wurde, aufgrund eines falschen Verfahrens.
Natürlich können Sie jetzt formal juristisch argumentieren. Der Landeswahlausschuss, das Wahlprüfungsgericht hat alles ordnungsgemäß festgestellt, und die Sache ist erledigt. Und weil es keinen Kläger gab, muss auch kein Richter richten. Aber, meine Damen und Herren, das ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass 2009 das Gesetz schlicht falsch angewendet wurde. Und wie heißt es in der Juristerei? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch wenn es keine juristische Strafe mehr gibt. Und der Sitzermittlungsfehler nicht mehr geheilt werden kann, müssen wir dennoch über die politischen Konsequenzen reden. Wir stellen fest, dass wohl niemand in der Landesregierung, zumindest seit 2009, wirklich wusste, was es heißt, wie es in § 10 Absatz 5 Landtagswahlgesetz formuliert ist, bis die Proportion erreicht ist. Und das vom Landeswahlleiter erfundene Erstmalsverfahren ohne Widerspruch einfach so durchging, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat oder dass irgendjemand mal mathematische Betrachtung zur Proportionserfüllung angestellt hat. Meine Damen und Herren, ahnungslos sind Landeswahlleiter, Landeswahlausschuss und auch das Wahlprüfungsgericht die letzten 12 Jahre durch das Landtagswahlgesetz gestolpert, und erst 12 Jahre danach wird dieser Skandal klar. Diese Institutionen, das habe ich eben schon einmal gesagt, haben großen Mist gebaut, und ich hoffe, sie können diesen Mist dem hessischen Wähler irgendwie verkaufen. Die Landesregierung selbst hat auf meine Kleine Anfrage 2016/75 vom Januar 2020 noch geantwortet, dass der Landeswahlleiter keinen mathematischen Beweis für die Proportionserfüllung bringen müsse. Das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 11.01.2021 dagegen ist eindeutig. Meine Damen und Herren, es ist eine schallende Ohrfeige für die Landesregierung und den Landeswahlleiter, aber auch für die Landesregierung 2009, damals bestehend aus CDU und FDP. Meine Damen und Herren, im Sinne unseres Antrages fordern wir die Landesregierung auf, jetzt offen mit diesen Wahlunregelmäßigkeiten an die Öffentlichkeit zu treten. Es wird dringend Zeit, zu erklären, warum es Landeswahlleiter, Landeswahlausschuss und auch Wahlprüfungsgericht sowohl 2009 als auch 2018 nicht geschafft haben, das Landtagswahlgesetz im Fall von Überhangmandaten richtig anzuwenden. Ich fordere die Landesregierung heute und hier auf, dies auch offen einzuräumen. Ich fordere Sie auf, zu erklären, dass Sie 2009 und 2018 ein rechtsfehlerhaftes Verfahren verwendet haben, was 2018 nur zufällig zum richtigen Ergebnis geführt hat, aber von der Methodik her grundsätzlich falsch ist. Der hessische Wähler, meine Damen und Herren, hat das Recht zu erfahren, warum 2009 nur 118 Mandate hier in diesem Haus zugeteilt wurden und worin der Fehler lag. Und der hessische Wähler hat ein Recht zu erfahren, warum die ermittelte Sitzverteilung 2018 auch nur zufällig dem vom Staatsgerichtshof für recht erkannten Verfahren entsprach. Meine Damen und Herren Abgeordnete, machen Sie es doch einmal klar. Wir können doch den Ausgang einer Wahl, einer Landtagswahl, nicht dem Zufall überlassen. Wir können doch die Zusammensetzung der ersten Gewalt im Staate nicht dem Zufall überlassen. Es liegt doch hier ein ganz klares Versagen der zuständigen Organe vor, und dies müssen wir dem hessischen Wähler doch auch irgendwie vermitteln. Darauf hat er ein Recht drauf. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, freue ich mich auf die hoffentlich bunten Werbebroschüren der Landesregierung, in denen jetzt einmal erklärt wird, wie die Ausgleichsmandate nun genau berechnet werden und wie in Zukunft dann hoffentlich richtig gerechnet wird. Und ich hoffe, auch auf der Internetseite des Landeswahlleiters wird es dann ein Erklärstück geben, wie die Ermittlung der Ausgleichsmandate samt zugehöriger Berechnung denn nun genau aussieht. Eins ist jedenfalls klar, die dünnen Begründungen des Landeswahlleiters zur Berechnung der Sitzverteilung, die ja der Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind, werden damit der Vergangenheit angehören. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf den Ausgang der Landtagswahl 2023. Ich freue mich persönlich auf das Ergebnis
Im Fall des erneuten Auftretens von Überhangmandaten, immer vorausgesetzt, wir ändern das Landtagswahlgesetz nicht, das für recht erkannte Verfahren der Staatskanzlei anwenden zu können. Denn eins ist klar, meine Damen und Herren, das vom Landeswahlleiter immer verwendete oder zweimal in der hessischen Geschichte verwendete Erstmalsverfahren ist großer Mist gewesen. Das hat der Staatsgerichtshof ganz klar in das Urteil geschrieben. Herr Frömmrich, wenn Sie das Urteil gelesen hätten, dann wüssten Sie ganz genau, wovon ich rede. Der Staatsgerichtshof hat die Institutionen hier noch einmal ganz knapp rausgehauen, damit Sie die Mehrheit nicht verlieren, Sie, CDU und Grüne. Es hätte auch andere Verfahren zur Proportionsbetrachtung gegeben, und hätte es hier ein Patt gegeben. Ja, und mit diesem Patt hätten Sie keine schwarz-grüne Regierungsmehrheit bilden können, und da wäre schwarz-grün Ende gewesen. Das müssen Sie einfach sehen. Ja, und dass Sie das jetzt wieder einmal in Ihrer typischen Art und Weise und Manier abtun wollen, Herr Frömmrich, zeigt nämlich, wie ignorant Sie persönlich und die Grünen insgesamt gegenüber Tatsachen sind. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Herr Gagel. Ich bin jetzt aus Gründen der Deeskalation bewusst nicht während Ihres Beitrages dazwischen gegangen. Aber Mist insgesamt und insbesondere in Bezug auf den Landeswahlleiter und ein Verfassungsorgan, ich rüge das jetzt ausdrücklich nicht, aber ich habe die Bitte, dass wir auch sprachlich doch ein bisschen gewählter miteinander umgehen. Und das Wort gewählter miteinander umgehen passt bei dem Tagesordnungspunkt besonders gut. Und insoweit darf ich jetzt dem Kollegen Dr. Jörg-Uwe Hahn das Wort erteilen für einen gewählten Redebeitrag. Herr Kollege Hahn, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Vorgängerredner war anscheinend groß an Zentimetern. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein sehr fähiger Mitarbeiter hat mir als ersten Satz aufgeschrieben, ich lese ihn vor, netter, aber untauglicher Versuch, die Entscheidung des Staatsgerichtshofs vom 11. Januar zu ihrer erfolglosen Wahlprüfungsbeschwerde doch noch positiv auszuschlachten. Ich finde, diese Äußerung eines ehemaligen, hoffentlich bald wieder Landtagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt trifft das Thema, warum Sie heute hier uns mit dem Thema beschäftigen. Sie haben verloren. Herr Kollege hat das ja auch noch einmal deutlich kundgetan. Und jetzt suchen Sie irgendwie in den Krümeln oder wo auch immer, um herauszufinden, dass das trotzdem ein Sieg ist. Ich will Ihnen sagen, wir müssen damit leben, als erste Gewalt, dass es eine dritte Gewalt gibt. Ich finde das übrigens auch gut so. Und diese dritte Gewalt hat in diesem Punkt die letzte Entscheidung. Das ist so, das ist die Grundlage unserer Gewaltenteilung und das ist auch gut so. Dass Sie sich gerade die 18. Legislaturperiode heraussuchen, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass uns Liberale das besonders begeistert, weil das war die Legislaturperiode, in der die damals amtierende Landesregierung Hessen sehr weit nach vorne gebracht hat. Es war der Startschuss für ein erfolgreiches Hessen in das 21. Jahrhundert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war die Regierung, die zunächst von Roland Koch und von mir geleitet wurde. Ich sage den Namen Roland Koch ganz besonders, weil ich Herrn Pentz damit noch einmal in die Diskussion einführen wollte. Aber es war dann auch die Regierung von Volker Bouffier und die von mir geführt wurde. So, jetzt lassen wir das einmal zur Seite, weil das hat mit dem Thema nichts zu tun. Ich will auch zum Zweiten sagen, und da war schon wieder ein Zwischenruf meines an sich ja, ich finde ihn ja gar nicht unsympathisch, Kollegen Frömmrich, schon wieder der Auslöser dafür. Bitte sind wir doch alle nicht so überheblich und glauben, dass das Urteil ein Sonnenschein für dieses Parlament ist. Das ist es nicht, sondern es ist eine ganz klare Anweisung, dass wir etwas tun müssen. Und jetzt könnte ich, dritte Vorbemerkung, ja total überheblich sein, aber auch das fällt mir bei diesem Thema sehr schwer. Nur wer hat es denn gerettet? Wer hat denn das Gesetz und damit den Beschluss des Landeswahlleiters, der Präsident hat darauf hingewiesen, der vorher des Wahlprüfungsgerichtes oder nach des Wahlprüfungsgerichtes, wer hat das denn gerettet? Also ich habe den Otto Wilke schon in vielen Funktionen gesehen.
Ich finde es auch übrigens, Ihre Kollegin hat sich vorhin so aufgeregt, als bei einem Thema man etwas lächerlich gemacht hat. Frau Goldbach, es war eine Kollegin aus Ihrer Fraktion. Können wir uns darauf einigen, dass das ein so wichtiges Thema ist, dass so ein Zwischenruf wie der Weihnachtsmann eigentlich mehr zu Osterhasen gehört als hier ins Parlament? Das Gericht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, festgestellt, dass die Vorschrift auslegungsbedürftig ist. Also, sie spricht nicht aus sich selbst heraus, um das für einen Nichtjuristen ein bisschen zu übersetzen. Und wenn etwas auslegungsbedürftig ist, dann muss man es als Gericht auslegen. Und das hat das Gericht getan, indem es auf die historische Auslegungsweise, wir Juristen, Kollege Heinz wird das auch bestätigen, lernen drei Stück. Und eine davon ist die historische Auslegung. Das ist übrigens diejenige, liebe Kolleginnen und Kollegen, Landtagsabgeordnete, die wir ernst nehmen sollen. Denn einiges, was wir hier erzählen, ist manchmal Jahrzehnte später für die Auslegung eines Sachverhaltes wichtig. Und auch das meine ich wiederum nicht weihnachtsmannmäßig, sondern sehr ernst. Man wird immer so gesagt, na, das ist hier und überhaupt der Land. Nein, der Staatsgerichtshof hat sich auf zwei Aussagen in einer Debatte hier in diesem Hause, hier in diesem Raum, der war nur damals noch gedreht, bezogen, die im Zusammenhang mit dem Erlass der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs hin zum Gesetz gemacht worden ist. Und diese beiden Äußerungen sind nun einmal von den FDP-Abgeordneten Eberhard Weghorn und Otto Wilke, der leider schon verstorben ist, gebracht worden. Durch die Präzisierung Ihrer Redebeiträge haben Sie deutlich gemacht, wie man diese auslegungsbedürftige Formulierung so auslegen kann, dass das Gesetz verfassungskonform ist. Also Jubel ist an dieser Stelle vielleicht sogar von uns allen nicht angebracht, sondern wir müssen feststellen, da ist was zu tun. Und deshalb kündige ich hier an, dass die FDP-Fraktion in diesem Hause, die Fraktion der Freien Demokraten in diesem Hause, einen entsprechenden Gesetzentwurf zum Thema § 10 Absatz 5 Landeswahlgesetz einbringen wird, wo wir dann explizit die Auslegungsregel, die jetzt der Staatsgerichtshof festgeschrieben hat, auch ins Gesetz hereinschreiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der Teil, wir freuen uns oder ärgern uns über das Urteil. Freuen kann sich keiner, freuen kann sich auch nicht, lieber Herr Präsident, der Landeswahlleiter, freuen kann sich auch nicht das Wahlprüfungsgericht. Ich habe dem lange genug angehört, ich kenne die Rituale, insbesondere im Jahre 2002 habe ich, 2000 und 2001 habe ich dem Gericht angehört, ich kenne die Rituale. Aber Gott sei Dank haben Eberhard Weghorn und Otto Wilke so kluge Sachen hier vor über 25 Jahren gesagt, dass der Staatsgerichtshof darauf Bezug nehmen kann. Aber, und das ist meine letzte Bemerkung, es wird Sie nicht überraschen, dass bei dem Thema Wahlkreise, dass bei dem Thema Landtagswahlgesetz, dass bei dem Thema Landtagswahl die FDP noch einmal darauf hinweist, dass es am klügsten ist, das Thema Überhangmandate und Ausgleichsmandate so gering wie möglich zu halten. Dann bräuchte man nämlich gar nicht diese Auslegung hier. Dann bräuchte man gar nicht Eberhard Weghorn und man bräuchte auch nicht Otto Wilke zu bemühen, weil dann weiß man, dass die Gänsefüßchengefahr, die Möglichkeit sehr gering ist, dass es Überhangmandate gibt. Sie wissen, wir haben als Freie Demokraten einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht. Sie wissen, dass die Regierungsfraktionen zunächst eine Anhörung verweigern wollten. Das haben sie sich dann anders überzeugen lassen in der entscheidenden Sitzung des entscheidenden Ausschusses. Wir hatten jetzt eine schriftliche Anhörung, und ich glaube, dass ich nicht berühmt in diesem Hause bin, dass ich Fliegenbeinzählung mache, aber ich habe so ein Gefühl, die große Mehrheit, sowohl der Mathematiker wie auch der Juristen, und wir haben ja bewusst auch Mathematiker mit eingeladen, findet, dass dieser Gesetzentwurf vernünftig ist. Und wir finden es deshalb unangemessen, dass einige Fraktionen dieses Hauses, nicht nur die Regierungsfraktionen, nach dem Motto Augen zu und durch, trotzdem jetzt weiter das Thema der Neuverteilung der bestehenden 55 Direktwahlkreise vornehmen,
Eigentlich müsste man auch durch diese Entscheidung jetzt vom Staatsgerichtshof getrieben, müsste man jetzt erst einmal die Frage klären, wie viele Wahlkreise sind denn wirklich verfassungsgemäß und sind wirklich richtig. Und dann ist man bei unserem Gesetzentwurf. Ich habe es mehrfach gesagt, und ich sage es noch einmal, auch im Namen von René Rock, unserem Fraktionsvorsitzenden, wir sind immer noch gesprächsbereit. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Aber diese 45er-Lösung ist offensichtlich jetzt auch durch die schriftliche Anhörung belegt, ein Angebot, das doch an der Vernunft sehr nahe herankommt. Und deshalb sind wir bereit. Ich sage es nicht mehr, weil darunter habe ich in den letzten 30 Jahren ein paar Mal gelitten, Tag und Nacht. Nee, zu den normalen Arbeitszeiten, also bis wann man auch Berichtsanträge einreichen darf oder sowas, hat man da so eine Diskussion gerade im Ältestenrat gehabt, bin ich bereit, dass wir darüber uns unterhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Staatsgerichtshof hat einen Fehler erkannt, der in dem Gesetz vorhanden ist. Er hat festgestellt, dass man diesen Fehler aber seitens der dritten Gewalt korrigieren kann, wenn man sich der Auslegungsmodelle bedient, die die Juristen gelernt haben. Und in diesem Fall war es die sogenannte historische Auslegung. Was haben Landtagsabgeordnete während den Lesungen hier in diesem Hause gesagt? Also mit anderen Worten, was hat der Gesetzgeber gemeint? Das ist der tiefere Sinn dieser historischen Auslegung. Und ich bin sehr mutig zu behaupten, dass ich nicht ganz für alle 110 Abgeordneten des damaligen Hessischen Landtages die Hand ins Feuer legen würde, dass sie auch das gemeint haben, was Ebert Wekhorn und was Otto Wilke gesagt hat. Ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche, weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon für beide Kolleginnen und Kollegen gearbeitet habe oder mit ihnen zusammengearbeitet habe. Aber jedenfalls war das die Grundlage. Aber das ist kein Sieg, sondern eine Niederlage und trotzdem ein Anstoß für uns, etwas zu tun. Erster Punkt, explizit § 10 Absatz 5 muss präzisiert werden. Und zweitens, der Gesetzentwurf der FDP steht weiterhin zur Diskussion, dass wir die Zahl der Wahlkreise in unserem Land reduzieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, machen wir es doch einfach gemeinsam mit. Das würde, glaube ich, uns allen helfen und ein bisschen in die Politikverdrossenheit oder gegen die Politikverdrossenheit arbeiten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Nächster Redner ist der Kollege Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verehrter Kollege Hahn, schade, dass Sie es nicht bei Ihrer Rede bei dem ersten Satz belassen haben, denn den kann ich in voller Gänze unterstützen. Schade, dass Sie dann meinten, sozusagen mit Ihrer historischen Betrachtung vor allem natürlich darauf hinweisen zu müssen, dass FDP-Kollegen von vor langer Zeit sich entsprechend geäußert haben. Das kann man machen, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Nur eigentlich geht es doch, wie Sie in Ihrem ersten Satz schon feststellten, der AfD und dem Antragsteller um ganz was anderes als um die richtige Auslegung des Wahlgesetzes. Es geht nämlich denjenigen, und das haben wir dem Wortbeitrag von Kollegen Gagel auch entnehmen können, mal wieder darum, hier demokratische Institutionen möglichst verächtlich zu machen. Das hat er sehr deutlich dargestellt. Und deswegen hat er ja auch eine entsprechende Interpretation des Urteils. Da kann man schon fragen, unterstellen Sie dem Staatsgerichtshof, dass er regierungshörig ist, denn das konnte man dabei raushören. Und genau das passt in die Linie des üblichen Verächtlichmachens durch die AfD hier im Hause. Meine Damen und Herren, an die Adresse aller der beiden Vorredner. Es mag ja sein, dass man sich historisch irgendwie in Betrachtung ergehen will, aber man kann auch einander ein bisschen besser zuhören. Kollege Hahn, jetzt kommt meine eigene Eitelkeit, die kennen Sie auch. Am 12. Dezember 2019 haben wir hier in diesem Hause dieses Thema in einer Aktuellen Stunde behandelt. Damals war der Redner auch der Kollege Gagel von der AfD. Und genau damals habe ich Ihnen vorgehalten, dass Sie mit Ihrem Antrag und Ihrem Vortrag genau erreichen wollen,
dass Sie ein Mandat mehr, ich sage es mal jetzt mit meinen Worten, sich erschleichen, indem Sie eine schlechtere Proportion haben wollen als die, die das Ergebnis, so wie es festgestellt wurde, hat. Nämlich, da war völlig klar, der Physiker, der auch so ein bisschen rechnen konnte früher mal, hat es nachgerechnet, alle diese Varianten, und hat festgestellt, die gewählte ist genau die, die am dichtesten am Ergebnis liegt bei der konkreten Proportion, und deswegen ist es die richtige. Und was anderes hat im Inhalt der Staatsgerichtshof jetzt auch nicht festgestellt, und insoweit würde ich auch aus meiner Betrachtung, es ist keine juristische, manchmal hat es auch einen Vorteil, wenn es keine juristische ist, manchmal schon, verehrter Kollege Hahn. Normalerweise sage ich, die Welt wäre schöner, wenn es keine Juristen gäbe. Aber da will ich mich hier mit so vielen Kolleginnen und Kollegen nicht in Streit stellen. Aber wenn die Welt alleine von Juristen bedient würde, dann wäre sie bestimmt nicht schöner, als sie jetzt ist. Ich denke, da haben wir eine Mehrheit dafür. Also, der langen Rede kurzer Sinn. An dieser Stelle ist klar, dass, und so hat es der Staatsgerichtshof mindestens auch gemeint, nämlich, und Kollege Gagel, es war nicht falsch vom Landeswahlleiter festgestellt. Man kann allerhöchstens sagen, die letzte Kontrollrechnung, ob die festgestellte Sitzverteilung auch diejenige ist, die der Proportion am dichtesten eng dran ist, die ist nicht erfolgt und die steht nicht in den Akten. Und das ist jetzt das Verfahren, was zukünftig notwendig ist. So können wir es auch interpretieren, und so müssen wir es meiner Meinung nach auch ganz eindeutig interpretieren. Und deswegen frage ich schon einmal im Sinne des ersten Satzes der Rede vom Kollegen Hahn, warum führen wir eigentlich die Debatte hier und heute? Warum rollen Sie ein Dutzend Jahre später eine Entscheidung auf, wo in der Tat überhaupt gar kein Interesse mehr in rechtlich relevantem Sinne bestehen kann? Es gab damals keinen Kläger, es gab damals folglich kein Urteil. Also haben Sie auch kein Rechtsschutzinteresse, können Sie markieren, sondern eins und allein ein politisches Interesse. Und dann fragen wir, warum macht er das? Ja, natürlich. Er versucht mal wieder, die Institutionen des demokratischen Staates zu desavouieren. Wir haben es deutlich gehört. Er will Zweifel am Wahlrecht sehen. Er will Zweifel an den berufenen Institutionen sehen, die damit konfrontiert sind. Und das passt alles so gut in die Verschwörungstheorie der Populisten. Sie haben ja gerade einen Ihrer Vorkämpfer jetzt auf dem Golfplatz in Florida verloren. Aber Sie setzen trotzdem weiter darauf, hier in genau dieser Linie weiterzumachen. Da kann ich nur eins dazu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insbesondere sage ich das in die Richtung der AfD. Sie sollten sich gut merken. Wir stehen auf der Gegenseite. Wir streiten für unsere Demokratie und für ihre Verfassung. Und deshalb bekommt dieser Antrag von uns eine ganz klare Absage, und eine weitere Debatte erübrigt sich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Zu einer Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Gagel gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also, Herr Kaufmann, ich muss Ihnen ganz klar hier mal entgegentreten. Eine Verächtlichmachung von Institutionen liegt mir absolut fern, und ich weise das hier absolut zurück. Ja? Das lasse ich Ihnen so nicht durchgehen. Das Urteil des Staatsgerichtshofs respektieren wir in vollem Maße. Wir setzen das Urteil des Staatsgerichtshofs in vollem Maße um. Der Staatsgerichtshof hat eine ganz klare Berechnungsvorschrift geliefert, Herr Kaufmann. Das können Sie ganz einfach nachrechnen. Sie brauchen das Urteil nur zu lesen. Sie müssen es natürlich auch verstehen. Also da bin ich bei Ihnen nicht so sicher, ob Sie das können. Aber wenn Sie das Urteil verstehen und wenn Sie sehen, was da drin steht, dann würden Sie ganz einfach mit ganz simpler Mathematik nachrechnen können, dass die Sitzverteilung des 18. Hessischen Landtags fehlerhaft war. Denn es geht hier nicht darum, wie es der Kollege Hahn gesagt hat, was damals die FDP-Leute gesagt haben, als der Gesetzentwurf 1980 gemacht wurde. Klar, es ging denen um die mathematische Proportion. Das war der Geist. Der Geist ist die Proportionserfüllung. Und die Frage ist doch nicht die Proportionserfüllung, dass die damals nicht gewollt wurde. Natürlich wurde die gewollt. Die Umsetzung war doch das Problem. Der Staatsgerichtshof hat es doch jetzt aufgeklärt. Und wenn Sie sich mal bemühen würden, das Urteil des Staatsgerichtshofs im Detail zu lesen und auf die Wahl 2019 anzuwenden, ich habe es Ihnen ja im Antrag sogar vorgerechnet,
dann würden Sie sofort erkennen, Herr Kaufmann, 119 wäre die richtige Zahl gewesen, nicht 118. Das können Sie doch nicht abstreiten. Ich will bei der Gelegenheit noch einmal auf unseren Gesetzentwurf hinweisen, um dem Kollegen Hahn, der Werbung für den FDP-Gesetzentwurf gemacht hat. Wir haben auch einen Gesetzentwurf vorgelegt, wo die Überhang- und Ausgleichsproblematik gar nicht mehr auftritt. Und wir stehen natürlich in Konkurrenz zu Ihrem Gesetzentwurf, der FDP natürlich. Wir werden darum streiten, welcher vielleicht der bessere ist. Vielleicht hat jemand ja in diesem Hohen Haus noch eine bessere Idee, wie man das Problem lösen kann. Jedenfalls lösen wir das Problem der Überhang- und Ausgleichsmandate mit unserem Gesetzentwurf ganz. Und so hat der Hessische Landtag eben immer 110 Abgeordnete. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Herr Kaufmann, wenn Sie möchten, können Sie erwidern. Sie möchten nicht. Herr Dr. Grobe teilte mir eben mit, Herr Frömmrich habe Herrn Gagel Hetzer genannt. Auch in dem Fall, ich habe das nicht gehört, auch in dem Fall bitte ich, wenn das so wäre, um eine gewähltere Ausdrucksweise. Nächster Redner ist der Kollege Kahnt, fraktionslos. Herr Kahnt, Sie haben 2 Minuten Zeit, wie Sie wissen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich wollte ich zu diesem Antrag nicht sprechen, aber nachdem so Worte gefallen sind, wie beispielsweise Mist, was der Staatsgerichtshof gemacht hat, dann beispielsweise andere könnten hier nicht rechnen, hätten was nicht verstanden oder was nicht gelesen. Das geht nach meinem Dafürhalten insofern nicht, wenn es bei denjenigen, die das hier vorgetragen haben, natürlich auch selbst Rechenfehler gibt. Also es benutzt ja hier im Grunde genommen jemand immer noch diese, ja, doch etwas merkwürdige Rechnung, die geht ja eigentlich nur in den Zahlenraum 1 bis 200, nach meiner Auffassung, nämlich 137 oder 138. Und wenn jetzt behauptet wird, ja, selbstverständlich, das ist alles falsch und natürlich ist die schwarz-grüne Koalition am Ende, 69 zu 69 heißt es dann ungefähr. Ich sage mal, also man kann sogar in dem Zahlenraum 1 bis 20 rechnen, also nachdem die AfD-Fraktion eigentlich doch 19, 18, 17 sind. Das überlasse ich mal Ihnen hier, mal zu rechnen, wie diese neue Mehrheit eigentlich in Anführungsstrichen, beziehungsweise diese Mehrheit von Schwarz-Grün eigentlich nicht mehr gegeben wäre. Interessanter Aspekt, interessant. So, richtig ist, ja. Also richtig ist, meine Damen und Herren, dass der Staatsgerichtshof gesagt hat, klar, da gibt es bestimmte Auslegungsmöglichkeiten, die, denke ich, die wird der Staatsgerichtshof wahrscheinlich doch auch nicht umsonst gemacht haben. Es gibt aber trotzdem, was die Proportion angeht, immer noch eines, das ist die richtige Richtung. Zu der Diskussion, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, zu der Diskussion, aber beispielsweise zu den Wahlkreisen. Auch da gibt es interessante Vorschläge, aber ganz merkwürdige auch, die nicht verfassungskonform sind. Beispielsweise, indem von einem Antrag eigentlich ausgegangen wird, man müsste doch so verfahren, und zwar, dass man eben nimmt, wenn jemand beispielsweise jetzt 24% als Direktkandidat errungen hätte und so weiter und so fort, dann müsste da eine Reihung passieren gegenüber denjenigen, die beispielsweise in anderen Wahlkreisen vielleicht 50% der Stimmen erreicht hätten. Und dann würden diejenigen, die tatsächlich dann mit 24% durchaus als Direktkandidaten gewählt werden, die würden dann herunterfallen. Das halte ich für nicht verfassungskonform. Also, meine Damen und Herren, mehr Zeit habe ich jetzt nicht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kahnt. Nächster Redner ist der Abgeordnete Christian Heitz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei diesem Punkt da ereilt uns hier bei der Debatte Altbekanntes und zum Teil auch Neues. Bekannt war schon, also da gebe ich Kollegen Dr. Hahn recht, was seine Einleitung angeht, wenn die Argumente bei den aktuellen Themen ausgehen, bei der AfD, dann wird gerne die Vergangenheit bemüht und versucht, irgendwas zu konstruieren. Da die
das Ergebnis der Wahl 2018 Bestand hat, dann versucht man sich jetzt eben an der Wahl 2009 abzuarbeiten. Das Neue bei dem Punkt ist, dass sich die AfD seit Neuestem um das Schicksal der Linkspartei und ihrer Bewerberinnen scheinbar irgendwie sorgt und grämt, ob die Linke diese Krokodilstränen dafür glaubhaft hält, was die Bewerberin Samina K. angeht. Das muss die Linkspartei beurteilen. Ich nehme Herrn Gagel diese Krokodilstränen nicht ab. Das hat jemand auch noch namentlich bemüht. Aber um was geht es hier in dieser Frage? Der Hessische Staatsgerichtshof hat mit seinem Urteil am 11. Januar 2021 erstmals festgestellt, wie im Detail die Zuteilung von Ausgleichsmandaten nach dem geltenden Wahlrecht zu berechnen ist. Da komme ich zum Kernproblem jeder Sitzzuteilung, der auch schon jenseits der Frage, ob es Überhang- und Ausgleichsmandate in einem Parlament gibt, immer gilt, dass es zunächst einmal nur ganze Sitze zu verteilen gibt. Da hier immer eine Person auf jedem Platz sitzt und nicht drei Viertelpersonen oder 0,78 Personen, muss es am Schluss ein Ergebnis geben mit ganzen Sitzen, die sich auf die Größe des Parlaments verteilen. Und maßgeblich für diese Sitzverteilung ist, das wissen wir auch alle, ist zunächst einmal das Verhältnis der Landesstimmen untereinander. Deswegen werben die Parteien ja auch allesamt oder oft ganz gezielt sogar um die Landesstimmen, die sogenannte Zweitstimmen. Und der Begriff Zweitstimmenkampagne ist ein ganz fester Begriff ja auch der Berichterstattung über Wahlkreise. Und wenn dann die Sitzzuteilung, die in Hessen ja nach dem sogenannten Hare-Niemeyer-Verfahren berechnet wird, keine ganzen Zahlen herauskommen, dann kommt man auf Werte mit Nachkommastellen und dann gibt es die Restsitze, die werden dann noch zugeteilt und am Ende sind dann irgendwann alle Gesetze verteilt. Und jetzt kommen wir zu den Besonderheiten der Wahlen 2009 und 2018 in Hessen. Die haben eins gemeinsam, das ist auch richtig, sind sogenannte Überhangmandate angefallen. Das heißt, in beiden Fällen hat die CDU mehr Direktmandate errungen, als hier nach der Zahl der Landesstimmen zustünden. Und nach dem Wahlrecht waren dann jeweils auch Ausgleichsmandate zuzuteilen. Und die Wahlen 2009 und 2018, aber jetzt kommt da, wo bei Ihnen dann der logische Bruch kommt, in der Argumentation, die haben noch eine wichtige Gemeinsamkeit. In beiden Fällen wurde die Gültigkeit der Wahlen abschließend und rechtsstaatlich völlig korrekt überprüft und festgestellt. Und das haben Sie eben versucht, irgendwie so wegzureden. Das ist aber der ganz wichtige zweite Grundsatz, den wir heute festhalten sollten. Und daher muss man ganz genau zwei Dinge auseinanderhalten. Erstens, die aktuelle Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs aus dem Januar 2021 zur Landtagswahl 2018 und zweitens die Gültigkeit der Wahl 2009, also der Wahl von vor 12 Jahren. Dazu ist festzuhalten, die Entwicklung von Gesetzen entwickelt sich immer weiter. Jeder Jurist hier im Raum kennt das. Die Auffassung der Rechtsprechung und auch der Rechtslehre kann heute in manchen Fällen bei identischem Gesetzeswortlaut oder auch Verfassungstext oder Rechtstext eine ganz andere sein als früher. Zu den Auslegungsarten hat Kollege Hahn eben schon was gesagt. Es gibt 4 Auslegungsarten, wie man Gesetze auslegt. Nach dem Wortlaut nur systematisch, dann von der Historie und auch nach der Zielrichtung der Gesetze. Ich spare Ihnen da weitere Details zu. Es ist ja eine Landtagsdebatte und kein Kolloquium zur juristischen Methodenlehre. Das heißt aber nicht zwingend, wenn man das voraussetzt, dass sich Rechtsprechung und auch Rechtslehre permanent fortentwickeln, dass frühere Auffassungen von Gerichten oder auch von der Wissenschaft falsch gewesen sind. Sie waren und sie sind es auch bis heute durchaus gut vertretbar und auch oft mit dem Wortlaut von Gesetzen noch im Einklang. Denn genauso liegen die Dinge auch hier. Die Rechtsprechung hat sich weiterentwickelt vor 3 Wochen mit dem Urteil. Der Staatsgerichtshof, und da möchte ich dann doch noch an einer Stelle auch mal dort zitieren, stellt zunächst einmal fest auf Seite 44 in seinem Urteil, dass es 2 Auslegungsmöglichkeiten gibt, wie diese maßgebliche Vorschrift ausgelegt werden kann, der Zuteilung von Ausgleichsmandaten. Und dass diese beiden Möglichkeiten beide mit dem Wortlaut des Gesetzes in Einklang stehen, schreibt der Staatsgerichtshof. Das sind einmal das Verfahren, das offenbar der Landeswahlleiter bislang angewendet hat, so lange Ausgleichsmandate zuzuteilen, bis erstmals der Sitzanspruch der Partei, die Überhangmandate errungen hat, erfüllt ist. Das in unserem Fall muss man so lange auffüllen, bis man in der Proportion dahin gelangt, dass erstmals die CDU auf die 40 Sitze kommt, die sie auch anhand von Wahlkreisen errungen hat. Oder das zweite Modell ist, dass die Abweichung von den idealen Sitzanteilen möglichst gering ist. Und dieser Auffassung hat sich jetzt erstmals der Staatsgerichtshof angeschlossen. Diese Auffassung vertritt er seit 3 Wochen und nicht etwa seit 12 Jahren. Und das Wesen eben, und da komme ich zurück zum großen Bruch in Ihrer Argumentation, Herr Gagel, ist eben der Wahlprüfung durch den Landeswahlausschuss, dann das Wahlprüfungsgericht und abschließend durch den Staatsgerichtshof ist, dass sich es immer nur auf die jeweils geprüfte Wahl bezieht. Und wenn letztinstanzlich etwas entschieden ist, dann gilt Rechtsfrieden in diesem Land. So ist es im Rechtsstaat und so ist es in ganz vielen anderen Lebenssachverhalten in diesem Land auch. Das gilt für alle Rechtsbereiche querbeet.
Und das kann auch gar nicht anders sein, weil wenn Sie alle rechtsstaatlich irgendwann mal getroffenen Entscheidungen wieder aufrollen in der Bundesrepublik, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Da werden Sie in zigtausenden, zehntausenden von Fällen quer durch alle Rechtsmaterien hindurch feststellen, dass Sie dann alles wieder aufrollen können nach 75 Jahren Bundesrepublik Deutschland. Daher ist es aus meiner Sicht schlicht unredlich, die aktuelle Rechtsprechung mit der Sitzzuteilung einer Wahl von vor 12 Jahren zu verknüpfen. Denn dann werden Sie ins Leben nicht mehr froh, wenn Sie alle Entscheidungen, die irgendwann mal abschließend festgestellt sind, wieder aufmachen. Und ich möchte auch noch, da noch Zeit dafür ist, noch ein paar Beispiele auch gerade aus dem Wahlrecht eben geben, was das in anderem Zusammenhang heißen würde. Ich rekurriere jetzt mal nicht auf Landtagswahlen, sondern auf andere Wahlen, wo es aber ähnliche Entwicklungen in der Rechtsprechung gegeben hat. Alle Älteren erinnern sich noch, es gab bis zu den Kommunalwahlen 2001 gab es eine Sperrklausel auf kommunaler Ebene, nicht nur in Hessen, sondern in allen Ländern dieser Republik. Und ich habe selbst bei meiner ersten Kandidatur für ein kommunales Parlament 1997 schon bei einer Kommunalwahl kandidiert, wo kleinere Parteien unter den Tisch gefallen sind, weil sie keine 5% geschafft haben. Einzelne haben auch dagegen geklagt, haben aber nicht recht bekommen. Dann hat sich die Rechtsprechung geändert, dann haben die Verfassungsgerichte quer durch die Republik gesagt, dass auf kommunaler Ebene eine Sperrklausel unrechtmäßig ist. Die Landesgesetzgeber haben die entsprechenden Vorschriften geändert. Heute reicht bekanntermaßen ein Bruchteil an Stimmen, manchmal in großen Städten zum Teil weniger als 1%, um ein Mandat zu erzielen. Gleiches gilt für die Rechtsprechung zur Gültigkeit von Europawahlen. Bei Europawahlen galt ganz lange eine Sperrklausel auf nationaler Ebene. Die wurde irgendwann gekippt vom Bundesverfassungsgericht, auch mit dem Hinweis, nicht notwendig für die Funktionalität des Europäischen Parlaments. Folglich sind auch dort inzwischen Kleinstparteien vertreten. Das ist ein Beispiel aus dem Wahlrecht, dass dort die Rechtsprechung im Fluss ist. Wenn man daraus dann aber diesen unzulässigen Schluss, den Herr Gagel eben gezogen hat, zieht, dass alles vorher unrechtmäßig gewesen ist, dann müssen Sie zum Ergebnis kommen, dass bis 2001 in Hessen sämtliche Zusammensetzung von kommunalen Parlamenten unrechtmäßig gewesen ist, weil Kleinstparteien nicht dort eingezogen sind. Sie müssten dann abgeleitet, wenn Sie dieser Logik folgen, auch zum Ergebnis kommen, dass wahrscheinlich ein erheblicher Teil von Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen, die ja alle indirekt erfolgt sind, bis in die 90er Jahre hinweg auch unrechtmäßig gewesen ist, weil die sich häufig in großen Städten auf Mehrheiten gestützt haben, die überhaupt gar keine absolute Mehrheit an Stimmen eben zustande gekriegt haben. Die komplette Rechtsetzung auf europäischer Ebene ist nach Ihrer Logik deshalb auch unrechtmäßig zustande gekommen. Also so kann man nicht ernsthaft argumentieren. Und auch aus jüngerer Vergangenheit, was die Sitzzuteilung angeht, können Sie auch abstellen auf zwei Bundestagswahlen mit knappen Ergebnissen. 2002 hat eine rot-grüne Mehrheit ihre Mehrheit stabilisiert oder gestützt auf Überhangmandate, die damals nicht ausgeglichen wurden. 2009 eine CDU-FDP-Bundesregierung hat sich auf Überhangmandate auch gestützt, in der Stabilisierung ihrer Mehrheit, die bei dem Kollege Heinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Gagel? Noch zu Ende. Und wenn Sie das zu Ende führen, können Sie alles in Abrede stellen, diesem Staat. Wenn Sie aber von dem alten rechtsstaatlichen Grundsatz ausgehen, dass immer nur staatliche Entscheidungen überprüft werden von dem jeweiligen Gremium zu dem jeweiligen Zeitpunkt, dann kommen Sie zum Ergebnis, dass das Ergebnis der Landtagswahl 2009 völlig korrekt und rechtmäßig festgestellt wurde. Der Staatsgerichtshof hat jetzt frisch bestätigt, dass auch die Landtagswahl 2018, dass dort die Sitzzuteilung rechtmäßig gewesen ist. Und noch ein letzter Gedanke, das Urteil, glaube ich, sollte man noch ein bisschen sacken lassen und auswerten. Auf den ersten Blick würde ich da durchaus eine andere Auffassung vertreten als Kollege Dr. Hahn. Das ist nicht zwingend, dass das Wahlgesetz geändert werden muss. Denn diese Auslegung, die erforderlich war, hat der Staatsgerichtshof getroffen. Und wir haben auch in diesem Land tausendfach in allen Rechtsbereichen es so, dass anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung eben dann auch Verwaltungshandeln, das wäre auch das vom Landeswahlleiter, dann vorgenommen wird und sich dann auch weitere Gremien wie ein Wahlprüfungsgericht dann auch an dieser Frage dann eben orientieren, wie das höchste Gericht in dieser Frage entschieden hat. Also so zwingend ist das Ganze nicht. Und jetzt sind noch 30 Sekunden Zeit. Jetzt dürfen Sie auch gerne, Herr Gagel. Danke schön, Herr Gagel. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Heinz, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Im Landtagswahlgesetz steht drin, bis die Proportion erreicht ist, nicht bis erstmals die Überhangpartei befriedigt ist. Haben Sie denn persönlich das mal nachgerechnet, ob die Proportion im Sinne des Staatsgerichtshofs 2009 erfüllt war oder nicht? Denn man kann natürlich formal juristisch argumentieren, das haben Sie hier getan. Es steht auch in unserem Antrag übrigens drin, dass es nicht mehr geheilt werden kann. Also dass wir dazu sozusagen keine Änderung mehr haben können. Also mir geht es um die Frage, haben Sie mal die Proportion nachgerechnet?
Und erkennen Sie den Unterschied des Verfahrensfehlers, den der Landeswahlleiter damals gemacht hat, im Sinne des Gesetzes? Herr Kollege Heinz. Ich beantworte es noch, dann ist die Redezeit auch um. Aber ich glaube, auch die Antwort führt auch sonst bei Ihnen, Herr Gagel, nicht weiter. Ich habe von den 10 Minuten, glaube ich, 7 Minuten darauf verwendet, um das Problem zu erläutern. Und auch die Lösung dazu. Ich kann nur dabei bleiben. Es ist so, dass Sie nach dem Maßstab der Rechtsprechung 2021 bei der Wahl 2009 zum anderen Ergebnis gekommen werden. Aber das ist eine hypothetische Betrachtung. Die führt aber nicht dazu, dass es damals Mist, dass es Mist war, unredlich und dies und das. Ich habe Ihnen dann 7 Beispiele noch gezeigt, wo Sie in der Rückwärtsbetrachtung auch zu anderen Ergebnissen kommen. Aber in einem Rechtsstaat, wo es auch irgendwann mal Rechtsfrieden geben muss, können Sie nicht alle Entscheidungen hypothetisch rückrechnen in der Bundesrepublik über die letzten 75 Jahre. Das gilt. Herr Kollege Heinz, also, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich komme A, zum Ende meiner Ausführungen und B, ist es, glaube ich, auch nicht zielführend, wenn wir das fortsetzen. Dazu ist alles gesagt. Sie haben 2018 das Verfahren verloren, was die Sitzzuteilung betrifft. Jetzt versuchen Sie, an einem anderen Punkt abzuarbeiten. Das ist nicht zielführend. Ich glaube, außer Ihnen sieht es auch niemand so. Das heißt, diese Aktuelle Stunde, die soll ein bisschen durcheinander hier veranstalten, aber es ist weder zielführend noch ist es korrekt, was Sie hier vorgetragen haben. Dankeschön, Herr Heinz.